Es gilt, aus 8 Essigsäurebutylester-Acetonmischungen ein Siedediagramm mittels einer selbst erstellten Kalibrierkurve zu erstellen. Hierzu wird zunächst der Brechungsindex der ersten Mischung bei 25 Grad Celsius bestimmt. Dies geschieht mittels eines Refraktometers, welches durch eine Wärmelampe auf 25 Grad Celsius erwärmt wird. Das Refraktometer ist hierbei so einzustellen, dass eine deutlich zu erkennende Trennlinie sichtbar ist und diese genau auf dem Schnittpunkt der beiden Linien liegt. Die Messung findet als Doppelbestimmung statt, wobei beide Werte notiert werden und anschließend der Mittelwert gebildet wird. Anschließend wird die Mischung in einen Zweihaltskolben, in welchem sich Siedesteine befinden, und mit aufgesetztem Rückflusskühler bis zum Sieden erhitzt. Die Temperatur wird dabei mittels eines Thermoelements gemessen, welches im Kolonnenaufsatz so zu befestigen ist, dass es in den aufsteigenden Gasstrom eintaucht. Sobald sich eine konstante Siedetemperatur eingestellt hat, wird eine kleine Menge Kondensat mittels eines Schliffdeckelgläschens aufgefangen, der Siedepunkt notiert und der Brechungsindex des Kondensats zweimal bei 25 Grad Celsius gemessen. Die Mischung wird in der geschlossenen Apparatur abgekühlt und anschließend mit eventuell verbleibendem Kondensat zurück in den Ausgangskolben gegossen, aus dem sie entnommen wurde. Anschließend werden sowohl der Kolonnenaufsatz als auch der Zweihaltskolben mit Druckluft getrocknet und wieder in die Apparatur eingebaut. Nun wird mit den restlichen 7 Mischungen analog verfahren. Es ist darauf zu achten, dass die Bestimmung der Brechungsindizes als Doppelbestimmung und jeweils bei 25 Grad Celsius durchgeführt wird. Zur Erstellung der im weiteren Verlauf benötigten Kalibrierkurve werden von 8 genau eingewogenen Mischungen jeweils zweimal der Brechungsindex gemessen und notiert. Dies geschieht aus Zeitgründen am besten, während sich die anderen Mischungen in der Siedeapparatur befinden. Zum Schluss wird noch der Luftdruck im Raum sowie die Temperatur gemessen und notiert. Zur Erstellung der Kalibrierkurve müssen zunächst die verschiedenen Molenbrüche der 8 Kalibriermischungen ermittelt werden. Hierzu wird die Stoffmenge an Ester durch die Summe der Stoffmengen des Acetons und des Esters dividiert. Die Stoffmengen erhält man, indem man die Masse des Stoffs durch seine Molmasse teilt. Nun bildet man die Mittelwerte der im Versuch gemessenen Brechungsindizes und trägt diese in einem Diagramm gegen den Molenbruch des Esters auf. Die Punkte werden mittels einer Trendlinie verbunden, wodurch die Kalibrierkurve in etwa so aussehen sollte. Zur Erstellung des Siedediagramms werden zunächst die Mittelwerte der Brechungsindizes der 8 Ausgangsmischungen sowie deren Kondensate ermittelt. Nun werden die Zusammensetzungen der verschiedenen Mischungen durch die Kalibrierkurve sowohl in der Flüssigphase als auch in der Gasphase bestimmt. Anschließend trägt man diese Zusammensetzungen gegen die im Versuch bestimmten Siedepunkte grafisch auf und verbindet die Messreihen abermals durch Trendlinien. Die so entstehenden Kurven sollten in etwa so aussehen, wobei es sich bei der Aufteilung der Temperatur gegen die Zusammensetzung der Flüssigphase um die Siedelinie und bei der anderen Kurve um die Taulinie handelt.